Ihr kennt doch alle diese Leute hier. If you're a lady, you're gonna shut up regardless. Wake up! Come back to reality! Get off of TikTok! Get off of Instagram! How are women allowed to drive? Why don't you just commit to one and choose to be faithful to her? I'm just not wired that way. In den letzten 1 bis 2 Jahren ist diese Schiene so bekannt geworden, die Red Pill Schiene. Ich stimme in manchen Dingen mit hinzu, wie zum Beispiel Männer sollen wieder männlicher werden. Get it! 18! Sollen aufhören, so feminin zu sein und anfangen ins Gym zu gehen und wir sollen für Frauen sorgen und so weiter. Aber genauso wie es der Teufel gerne macht, er bringt uns lieber halbe Wahrheiten als hundertprozentige Lügen. Das heißt, ein paar Sachen sind ziemlich gut. Ich meine, warum sollte ein Mann nicht männlicher werden und für seine Frau sorgen? Aber wenn es dann zu sowas kommt... Quickest path to becoming a high-value man. Number one, do not get married. Number two, avoid family creation. Number three, vasectomy in your 20s. Dann weiß man, dass der Teufel am Werk ist. In der ganzen Red Pill-Schiene geht es darum, wie dumm Frauen sind. Ladies, name 3 countries. We'll start here and then work our way back. Africa, Asia, oh. South America. Yeah. Okay. What language do the people in Idaho speak? I don't know. What? Japan? Was für komische Standards sie haben. How much money should your future spouse make in a year? He should be Elon Musk rich. A million a year and a bougie lifestyle. So I would say somewhere between 400k. 400k! Dass alle Hoes sind. Would you cheat for $1,000? No, man. I mean like, that's a lot of money. Dass Männer arm dran sind, weil Frauen alle böse sind. The man who works in Starbucks. Who's sad all the time. You won't reply to him. Aber wenn du Geld hast, dann wollen dich alle Frauen haben, weil sie alle Golddigger sind. $400,000! Wake up! Wake up! Start getting to a bag! Die wahren Alpha-Males haben 10 Frauen gleichzeitig und gehen immer jeder Frau fremd, die sie haben. Don't think about getting married or taking a chick serious until you're 35 and you've had sex with 50 girls. Das alles geht aber nur mit Geld und wenn du ein High-Value Man bist. Und wie machst du das? Kauf mein Coaching. So when I tell people don't go university, they say to me, well, what do I do instead? What you do instead is join my university program. Okay, also lass uns mal das zusammenfassen. Männer regen sich auf, dass westliche Frauen alle dumm sind, alle Golddigger sind, alle Hoes sind, aber mach viel Geld, damit du Frauen anziehst und mit vielen Frauen schläfst. Was ist das für eine Doppelmoral? Erstens, nicht alle Frauen sind Golddigger. Nur weil die irgendwelche Hoes von den Straßen von Miami in ihren Podcast reingeholt haben und die erste Klasse nicht bestanden haben und nicht wissen, dass Afrika kein Land ist, heißt es nicht, dass alle Frauen dumm und Golddigger sind. Wie diese Leute in ihren Podcast so den Anschein machen wollen und dann so 10-jährige Jungs auf TikTok so das wirklich glauben. Und zweitens, wenn du Geld hast, um Frauen anzuziehen, dann wirst du nur genau die Frauen anziehen, die du dafür schuldig machst, dass sie Golddigger sind und nur nach Geld gehen, aber du ziehst genau diese Leute an, indem du nur mit Geld deinen Wert festlegst. Diese Frauen werden dich niemals wirklich lieben. Und wenn das Geld weg ist, dann sind sie auch weg. Du regst dich auf, dass Frauen so dumm sind und einen hohen Bodycount haben und willst selber nur Jungfrauen. Aber bist dann genau dieser Typ, der diese Mädchen so macht, wie sie sind. Weil er sie nur für den Körper will und nicht für ihre Persönlichkeit und für ihre Liebe. So, nehmen wir mal an, wir haben ein 19-jähriges, wunderschönes Mädchen aus Brasilien. Sie kommt aus nicht so reichen Verhältnissen, eher aus ärmeren Verhältnissen, aber sie ist wunderschön und hat auf Instagram irgendwas aufgebaut, aber sie ist noch Jungfrau. Dann schreibst du sie an, dein High-Value-Alpha-Male, und lädst sie nach Dubai ein. Und dann hast du Sex mit ihr, aber du willst natürlich nichts langfristig von ihr. Du willst natürlich nur sie haben, um sie auf deiner Yacht zu haben und was weiß ich. Und dann hast du Sex mit ihr, dann schickst du sie weiter und dann bleibt sie irgendwie in Dubai und es hat ihr Herz gebrochen bekommen von ihr, weil sie sich wirklich was erhofft hat. Und sie gehofft hat, sie kann ihre Familie aus den Trenches rausholen. Und deswegen bleibt sie in Dubai und lernt einen anderen Typen kennen, der auch nur sie für ihren Körper will. Und dann hat sie schon 2 Bodycounts und dann geht es so weiter. Und dann hat sie irgendwie 3, 4, 5 und dann ist sie bei 5 und dann hat sie irgendwie nicht so einen hohen Standard. Deswegen geht sie zunächst, dann hat sie 6, dann hat sie 7, dann hat sie 8. Und dann geht sie irgendwann auf 15 hoch und am Ende des Tages mit 22 sitzt sie im Podcast mit dir zusammen, wo du sie beleidigst als Ho. Ich weiß, natürlich gibt es Frauen, die komplett selber schuld sind, die sich selber in diese Position reinbringen
und einfach, die wirklich dumm sind, sind wir mal ehrlich, okay? Es gibt Frauen, die so sind, aber nicht alle Frauen sind so. Man sollte nicht mit Frauen so umgehen, weil es safe so ein Beispiel gibt. Genauso diese 19-Jährige aus Brasilien. Aber dann sagen viele, ja, aber diese ganzen Leute sind für die Familie. Die sind für die Familie. No red-blooded male would not want to love a woman fully, tuck his kids in at night, and then get some strange every now and then. You can be absolutely in love with that girl and easily have a threesome with her and another woman. Or just sleep with another woman. Like, you don't care. Was ist das bitte für eine Familie? Deine Kinder werden ja sehr, sehr glücklich sein, wenn ihr Vater 23 Frauen neben ihrer Mutter hat. Deine Frau wird sich wahrscheinlich sehr geliebt fühlen, wenn du ihren Namen vertauscht für die 19-Jährige, mit der du gestern Sex hattest. Deine Frau wird sich sehr geliebt fühlen, wenn du nicht mal mit dir Sex haben kannst, weil du davor schon mit deiner Assistentin hattest. Dann wollen vielleicht welche sagen, ja, aber ich suche mir eine Frau, die damit einverstanden ist. Und wenn die Frau nicht so ist, dann will ich sie nicht. Und eine Frau und ich kann mehrere haben, das heißt nicht, dass ich sie weniger liebe. Boah, das ist keine Beziehung. Egal, wie du mir sagen willst, ja, ich kann mit mehreren Frauen Sex haben, aber das beeinflusst mich nicht. Das beeinflusst aber deine Frau, Digga. Natürlich, das beeinflusst dich als erstes. Und zweitens, das beeinflusst deine Frau und deine Kinder. Wenn deine Kinder sich fragen müssen, wann Papa nach Hause kommt, weil er nochmal kurz diese andere Frau bangen muss. Das wird für eine sehr starke Familienzusammenhalt wird es geben. Einen sehr starken Familienzusammenhalt wird es geben. Wir wollen ja alle so durchdrehen, dass Frauen heutzutage keine Kinder haben wollen und alle abtreiben wollen und wollen so viel Sex haben, wie sie wollen. Und ich bin nur einmal jung und deswegen habe ich jetzt so viel Spaß, wie es geht. Aber dann sind wir Männer genau das Gleiche. Quickest path to becoming a high-value man. Number one, do not get married. Number two, avoid family creation. Number three, vasectomy in your 20s. Oh! Wir sind genauso degeneriert. But today we talk about my W in terms of having three women in one day. Wir sind genauso kleine horny Chihuahuas, die ihren kleinen Pipi nicht in der Hose halten können. Weißt du, diese Leute, die preachen ganz, oh ja, Selbstdisziplin und gehen ins Gym und du brauchst Disziplin und früh aufstehen, aber dann können sie keine Disziplin bei Frauen haben. You're a man of self-control. You work out, you do business. Yeah, yeah, yeah. You can possess your own power and do direct it the way you want to direct it. It's not how I am. Damit sie eine starke Familie gründen können. Weißt du, am Ende des Tages will der Teufel keine starken Familien. Weil durch starke Familien mit Gott kommen meistens Kinder Gottes hervor. Natürlich, wir sind alle Kinder Gottes, aber Kinder, die mit Gott aufgezogen wurden und stark in der Präsenz mit Gott sind. Das will der Teufel nicht. Deswegen will er diese ganzen komischen Familienbäume schaffen, dass du 25 verschiedene Frauen hast und irgendwie 10 verschiedene Familien, dass es keinen starken Familienzusammenhalt gibt, dass deine Frau die meiste Arbeit machen muss und dass du irgendwie nur 5% in dem Leben von deinen Kindern zu sehen bist. Und das ist ein Leben, was ich meinen Kindern nicht antun will. Und bitte kommt mir nicht mit dem ganzen, oh, die sind jetzt aber Muslime und so. Hört bitte auf. Die sind Muslime, weil sie 4 Frauen haben wollen, okay? Hört bitte auf. Wenn du einen privaten Call mit mir haben willst, dann geh auf den Link in der Videobeschreibung und wir sehen uns im nächsten Video. God bless.